Es war einmal, vor nicht allzu langer Zeit, als ein Volk, das sich frei glaubte, unter einen immer größer werdenden Schatten von Bosheit und Unfreiheit fiel, während seine Welt in einen Krieg ohne Ende versank. Und aus dem Chaos einer verwundeten Welt tauchte eine unscheinbare Gestalt auf. Ein Mann, der versuchte, ein Universum von seltsamer Verzauberung zu errichten. Ein Land, das alle in seinen Bann ziehen konnte, die sich nach einer unschuldigeren Vergangenheit sehnten. Eine sichere Koppel, in der die Magie blühte und das Echo des Lachens die Geräusche von Sirenen, Bomben und Kugeln betäuben konnte. Sein Königreich dehnte sich bald zu einem Imperium aus, das Kinder aufforderte, nie erwachsen zu werden und Erwachsenen sagte, dass sie es nie verlassen brauchen. Anders als die Königreiche der Vorzeit erforderte dieses Territorium keine gefährliche und zermürbende Pilgerreise, um durch seine Tore zu schreiten. Dieses Reich wurde durch den Verstand betreten. Als die Jahrzehnte vergingen, schienen die Nächte länger zu werden, während der drohende Schatten Generationen, Gesellschaften und Nationen überzog. Und nebenbei fand das magische, glückliche Königreich seinen Weg in jeden Fernseher, an die Kinderzimmerwände und in die Klassenzimmer. Die meisten dachten sich nichts dabei. Und wer konnte es ihnen verübeln? Sie waren nie außerhalb der Arena gewesen, abgelenkt und unterhalten seit ihrer Geburt, die Beschaffenheit ihrer Realität geformt durch Manipulationen. Aber einige entkamen aus der Koppel und ließen das Tor weit offen für andere, die folgten und die wahre Absicht einer solch großen Illusion hinterfragen. Wovon genau wurden sie abgelenkt? Was waren die wahren Gründe dafür, Erwachsene zu ermutigen, für immer Kinder zu bleiben? Und warum strebte ein Konzern, der scheinbar organischen Ursprungs ist und die Reinheit seiner Motive behauptet, danach, jedes Unterhaltungsmedium zu dominieren? Wahrscheinlich ist, wir alle haben die gleiche gemeinsame Kindheitserfahrung. Wir wurden von Disney zu irgendeinem Zeitpunkt entertained. Lernen wir den Mann, der das Imperium gründete, kennen. Ein Imperium, dessen Exporte zum Synonym für absolute Gutherzigkeit wurden. Walt Disney. Über seine Herkunft wurde jahrzehntelang spekuliert, doch die meistverbreitete Geschichte über den Pionier der Cartoons und der Kinderunterhaltung besagt, dass er 1901 in Illinois als Sohn seiner Mutter, einer Gymnasiallehrerin und seines Vaters geboren wurde, der mal Farmer, mal Geschäftsmann, immer erfolgloser Unternehmer und gläubiger Sozialist war. Obwohl Walt in seiner Jugend künstlerisch begabt war und Cartoons für seine Highschool-Zeitung zeichnete, brach er die Schule mit 16 Jahren ab, um sich den Kriegsbemühungen anzuschließen. Zu jung für einen Beitritt in die Armee während des Ersten Weltkrieges, schaffte er es, einen Job als Rotkreuz-Ambulanzfahrer in Paris zu bekommen. Und laut Disney-Historikern sprach Walt nur positiv über seine Rolle im Ersten Weltkrieg und erzählte seiner Tochter viele Jahre später, es war eine wertvolle Erfahrung für ihn und wurde mit den Worten zitiert, wenn wir unsere Jungs in die Armee schicken müssen, sollten wir sie viel jünger schicken, als wir es tun. Nach dem Krieg zog Walt nach Kansas City, um Zeitungszeichner zu werden, nutzte die Beziehungen, die er dort aufbaute, um eine Filmkarriere zu verfolgen und schuf animierte Werbespots für die Kansas City Film Ad Company. 1922 folgte Walt einem ähnlichen Weg wie sein Bruder Roy. Er baute noch tiefere Verbindungen auf und folgte einer initiierten Sorte von Bruderschaft und geheimen Weisheiten. Walt trat dem Demolay bei, einer brüderlichen Organisation für junge Männer zwischen 12 und 21 Jahren, die in Kansas City gegründet und nach dem Großmeister der Templer benannt wurde, einer freimaurerischen Gruppierung, deren ursprünglicher Zweck der Schutz christlicher Pilger auf ihrer Reise ins Heilige Land Jerusalem war. Die Templer wuchsen zu einer bedeutenden Militärmacht während der Kreuzzüge heran und wurden, so berichtete man, von Steuern und fast allen zivilen Gesetzen und Vorschriften befreit. Man vertrieb sie jedoch im 13. Jahrhundert aus Frankreich, nachdem einige Templer gefoltert wurden und gestanden, Götzen wie den Baphomet zu verehren und ein bisschen zu männliche Bindungen zu haben, wenn du weißt, was ich meine. Angeblich. All die Götzenanbetung und andere Ausschweifungen wurden seitdem vom Orden geleugnet. Und jetzt, wo ich dir brühend heißen Templer-Tee auf den Schoß geschüttet habe, lass uns zurück zu Mr. Mickey Mouse gehen. Kurz nachdem er sich selbstständig gemacht hatte, ging Walts neues Geschäft mit Live-Action und animierten Märchen bankrott, aber das war natürlich nicht das Ende für Walt und seine Zeichentrickfilme. Nachdem er 1923 nach Hollywood gezogen war, gründeten Walt und sein Bruder Roy das Disney Brothers Studio, das sich zu der Walt Disney Company, die wir kennen, entwickelte. Auf seinem Weg heiratete er eine seiner Künstlerinnen, Lillian, zeugte mit ihr eine Tochter und adoptierte die zweite, obwohl die Disney-Familie viele Jahre lang die Geschichte verbreitete, dass Lillian das Kind bekam.
Dies waren die frühen Tage des Disney-Königreichs. Walts ikonische Figur Mickey Maus debütierte erstmals 1928 zusammen mit seiner Freundin Minnie Maus. Nach Mickeys Erfolg bereisten Walt, seine Frau Lillian und sein Bruder Roy Europa. Sie besuchten die britische Königsfamilie und politische Eliten. Im selben Jahr 1935 wurde Walt sogar eine Medaille des Völkerbundes überreicht, der seine Figur Mickey als Symbol des universellen guten Willens anerkannte. Zurück in den USA kam Walts erster Zeichentrickfilm Schneewittchen und die sieben Zwerge mitten in der großen Depression heraus. Zielgruppe waren Kinder. Aber nicht alle Geschichten in Walts Leben hatten ein märchenhaftes Ende. 1938 starb Walts Mutter bei einem Unfall in ihrem Haus in Hollywood, das Walt und Roy ihren Eltern nach dem Erfolg von Schneewittchen gekauft hatten. Walts Mutter klagte beim Einzug über Probleme mit dem undichten Ofen, die Berichten zufolge von Walts Studioreparateuren angegangen, aber nicht vollständig behoben wurden. Nur wenige Tage später wurden sie und ihr Mann erstickt in ihrem Haus aufgefunden. Walts Vater überlebte jedoch. Bei den Spielfilmen, die nach dem Tod von Disneys Mutter veröffentlicht wurden, zeichnete sich ein ganz bestimmter Trend ab. Die Hauptfiguren hatten keine Mama. Die Schuld am Tod von Walts Mutter wurde zur gängigen Erklärung, warum so viele der großen Disney-Figuren mutterlos waren. Aber war das wirklich der wahre Grund oder nur eine bequeme Ausrede? Der erste Abschnitt von Walts Karriere schien von kreativem Verlangen, flüchtigen Erfolgen, den Geschäftsentscheidungen seines Bruders Roy, persönlichen Tragödien und einer Neigung zum Bankrott geprägt zu sein. Aber all das änderte sich mit dem Zweiten Weltkrieg. In Dokumenten, die über den Freedom of Information Act zugänglich gemacht wurden, wird enthüllt, dass Walt vor dem offiziellen Beginn des Zweiten Weltkriegs vom FBI angeheuert wurde, um Hollywood als bezahlter Agent auszuspionieren. Walt hatte sogar Untergebene bei den amtlichen Spitzeldiensten, die an ihn berichteten. Walt expandierte von einem Einzelposten zur Gründung der Walt Disney Company als Vertragspartner der Regierung und das Militär der Vereinigten Staaten quartierte sich nur einen Tag nach Pearl Harbor in den Disney Studios ein. Seine Studios produzierten Lehrfilme für das Militär, Kriegsanleihenwerbung und endlose Propaganda für die Kriegsmaschinerie. Mickey spielte eine große Rolle im Zweiten Weltkrieg, als sein Bild auf Flugzeuge gemalt wurde, um die Stimmung der kämpfenden Männer zu heben. Mickey half Kindern, sich sicherer zu fühlen während des Krieges, mit einer Serie von verteilten Gasmasken, die dem Gesicht der Maus ähnelten, was sie weniger bedrohlich erscheinen ließ. Mickey Maus war sogar die Parole der Alliierten für die berüchtigte D-Day-Invasion von 1944. Aber war der D-Day weniger blutig wegen eines albernen Codeworts? War die Realität des Krieges irgendwie anders, weil Cartoons auf die Seiten von Flugzeugen gemalt waren? Waren Kinder irgendwie sicherer, weil Mickey Maus auf ihren Gasmasken waren? Natürlich nicht. Aber ein Bild schaffte es, bestimmte mit der Kindheit verbundene Gefühle hervorzurufen und die Wahrnehmung aller, die es sahen, zu verändern. Und so wurde dieses Nagetier zu einem Sinnbild der Hoffnung, der Amerikaner und der Mittelklasse. Und, tja, das ist die Magie von Disney. Nach dem Zweiten Weltkrieg wandelte sich Disney. Ja, Walt hatte eine erfolgreiche Firma geschaffen. Er hatte einige Siege auf seinem Weg. Aber was sein Königreich in ein Imperium verwandelte, war seine Nutzung des Fernsehens als Medium, wo er zum Pionier in diesem neuen Bereich wurde. 1950 wurde die erste Disney-Fernsehsendung ausgestrahlt, die sich als erfolgreiche Werbung für seinen neuen Film Alice im Wunderland erwies. In der Folge schlossen ABC und Walt einen Deal im Austausch für die Entwicklung von zwei Fernsehserien, Disneyland und dem Mickey Mouse Club. ABC stimmte zu, in Walts utopischen Traum zu investieren. Ein Disneyland-Unterhaltungsmekka mit Charaktergeschichten, verwässerten Versionen der amerikanischen Geschichte und Abenteuern, das 1955 in Anaheim, Kalifornien eröffnet wurde. Weiter war seine Fernseh- und Regierungskarriere mit einer kuriosen Zusammenarbeit mit einem durch Operation Paperclip berühmt gewordenen Transplantat Werner von Braun verbunden, der drei Filme über die Erforschung des Weltraums durch die Walt Disney Studios ausstrahlte, mit dem Ziel, Interesse für das zukünftige Raumfahrtprogramm der US-Regierung zu wecken, das von Braun später in seiner NASA-Karriere fortführte. Walt hatte an der Westküste ein Mekka errichtet, aber die Ostküste war seine nächste Eroberung. Ein Sumpfgebiet in Orlando, Florida, wo ihm die CIA bei
bei der Errichtung dessen half, was als der glücklichste Ort auf Erden bekannt werden sollte: Walt Disney World. Und mit ein paar Lügen, falschen Identitäten, du weißt schon, ein bisschen von diesem, ein bisschen von jenem, fruchtete sein Vorhaben. Doch tragischerweise starb Walt an Lungenkrebs, wahrscheinlich eine Folge der Gewohnheit, 70 Zigaretten am Tag zu rauchen, bevor sein Königreich im Sumpf eröffnet wurde. Wenn wir über das Leben und den Charakter von Walt Disney reflektieren, ist klar, dass sein Erfolg direkt mit seiner Fähigkeit verbunden war, kleine Kinder zu fesseln. Er verstand den Wert der Aufmerksamkeit, vermarktete aggressiv seine Utopie an Kleinkinder, die zu lebenslangen Fans heranwuchsen, und an Erwachsene, die seine Nostalgiemaschine erneut besuchen wollten. Bis heute genießen seine Zeichentrickfilme einen hohen Bekanntheitsgrad. Bezüglich der Kinderunterhaltung sind sie unantastbar, da sie als Allegorie auf die persönliche Identität fungieren und Kinder über ihre Beziehungen zu anderen sowie zur Gesellschaft belehren, wobei die zugrunde liegende Botschaft in eine attraktive Welt der Fantasie und des Abenteuers gehüllt ist. Wenn wir auf die Entwicklung von Disney zurückblicken, ist es unklar, ob Walt ahnte, was seine Firma wird, oder ob er nur ein gefrorenes Eis am Stiel war, das postmortem gekapert wurde, ein trojanisches Pferd der subversiven Agenten, das an den unerwartetsten Orten entfesselt wurde. An den Wänden der Kinderzimmer, die unsere Mütter und Väter so liebevoll dekoriert haben, in der Sicherheit unserer Wohnzimmer, während wir am Samstagmorgen auf der Couch geparkt waren, und sogar in der Enge der Schulklassen, wenn wir etwas über die Geschichte der Welt lernten. Ja, ich weiß, das ist der Teil des Videos, in dem ich mich auf die versteckte Symbolik und die Easter Eggs konzentrieren soll, die durch den Zeichentrickprozess aufgetaucht sind. Die 666, die in Walt Disneys Logo versteckt ist, die sexuellen Bilder in den Disney-Postern und die perversen Andeutungen und Untertöne, die für das Zielpublikum nicht angemessen sind. Und natürlich könnten wir darüber diskutieren, was im Tunnelnetzwerk unter Disney vor sich geht, das nicht ganz unschuldig ist an den Todesfällen, die in den Disney-Parks vorkamen und vertuscht wurden, und sogar über den offenkundigen freimaurerischen Einfluss in Disney. Wie den für Mitglieder exklusiven Club 33, wobei die Zahl 33 anscheinend auf die Anzahl der Grade der Freimaurerei verweist und den Fußboden des Restaurants, der das freimaurerische schwarz-weiße Schachbrettmuster trägt, das die ultimative Gegensätzlichkeit darstellt, das Gute und das Böse des menschlichen Lebens. Derselbe schachbrettartige Boden, angeblich wie in Salomons Tempel, von dem der Werkzeugkasten von einem der ursprünglichen Erbauer in Disneys Jungle River zu sehen ist. Wir können ewig die zahlreichen Kaninchenlöcher hinunterreisen und einer endlosen Spur von Brotkrumen nachjagen. Und das ist alles schön und gut, ich will es nicht anzweifeln. Aber du weißt, sie besprühen Weizenfelder mit Monsanto Roundup, um als Trockenstoff zu wirken. Also gehen wir glutenfrei für dieses Video vor, denn die Brotkrümel führen immer an den gleichen Ort. Irgendwann, nachdem unsere Augen blutunterlaufen sind, weil wir all die Penisse im Hintergrund der Disney-Plakate erkannt haben, werden wir zu dem Schluss kommen, dass wir unser Leben von allem, was Disney ist, in einem riesigen Internet-Freundesfeuer reinigen müssen, während wir einen Kombucha zu viel trinken, um den Auswirkungen von Gluten entgegenzuwirken und gesunde Darmbakterien zu fördern. Und dann als nächstes werfe ich eine Flasche Haarspray ins Feuer und schwöre, ich verlasse die Gesellschaft und trete einer Amish-Gemeinde bei, verkaufe aber dabei jedem die Idee, es wäre nicht so schlimm, weil Jethro einen ordentlichen Schaukelstuhl macht, fast 500 am Tag, und seine Gestalt spiegelt ein Leben der Handarbeit, und danke fürs TED-Talk anhören. Jetzt lass uns auf den Punkt kommen. Nach Walts Tod begann die Walt Disney Company, sich nicht nur als Lehrmaschine für die Entwicklung junger Köpfe zu etablieren, sondern auch als produktiver weltweiter Vertreiber von Unterhaltung. Mit dem Ergebnis, was die Walt Disney Company heute ist: eine globale kulturelle Kraft. Das Disney von heute ist ein unkontrolliertes globales Monopol, das unkritisiert vorbeischlittert, weil es unerbittlich ein heiles Image produziert. Seit Disney ein Synonym für kindliche Unschuld ist, denken Mama und Papa, es ist mehr als okay, ihr Kleinkind allein im Zimmer mit dem vielleicht schurkenhaftesten Babysitter zu lassen, den die Welt je gesehen hat. Dieser Megakonzern erkannte schon lange das Potenzial von Kindern und verstand, dass diese Kinder eines Tages Erwachsene sein würden, wie du und ich. Sie haben ihre emotionalen Haken in uns geschlagen, als wir noch klein waren, und formten unsere Hoffnungen und Interessen mit Bildern auf einem Bildschirm, unsere Werte, unsere Beziehung und wie wir die Welt sehen, alles buchstäblich in uns einprogrammiert mit dem Programm, das wir konsumierten. Du glaubst mir nicht? Nun, ich habe Belege. Erinnerst du dich an den Mickey Mouse Club? Wer ist aus dieser Popkulturfabrik hervorgegangen? Große amerikanische Popkultur-Ikonen wie Britney Spears, Christina Aguilera und Justin Timberlake. Was war die nächste Phase des Mickey Mouse Club? Nonstop, rund um die Uhr, Disney-Programm mit scheinbar organischen, frischen Gesichtern.
Erinnerst du dich noch an die absolute Sensation, die Hannah Montana war? Und wer spielte darin die Hauptrolle? Miley Cyrus. Und was macht sie jetzt? Wir wuchsen mit diesen Menschen auf, beobachteten und bewunderten sie, weil wir zu jung waren, um uns selbst zu kennen. Versteht mich nicht falsch, Eltern tragen eine große Verantwortung für die Beeinflussung ihrer eigenen Kinder. Aber die Zeit vorm Bildschirm ist Teil des Lebens und wird den Eltern als etwas, das normal ist, verkauft. Im Jahr 2009 wurde berichtet, dass Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren durchschnittlich mehr als 32 Stunden pro Woche fernsahen. Das ist wie ein Vollzeitjob des TV-Sehens. Aber natürlich hat die Art und Weise, wie wir unsere Unterhaltung konsumieren, sich in den letzten 10 Jahren drastisch verändert. Und damit hat sich Disney angepasst. 2018 hatten 98% der Haushalte mit Kindern ein mobiles Gerät wie ein Tablet oder ein Smartphone. Und 42% der Kinder hatten ihr eigenes. Dies bedeutet mehr Möglichkeiten für Megakonzerne, die Kindheit zu monetarisieren und sicherlich mehr Chancen für Disney, Kindern beizubringen, was es bedeutet, Männer und Frauen zu sein oder Staatsbürger eines Landes oder jetzt sogar, was es bedeutet, heterosexuell oder schwul zu sein. Wenn Kinder jeden Tag stundenlang Bildschirmzeit haben, zwischen von der Schule kommen und dem ins Bett gehen, wie viel Zeit, denkst du, können Eltern damit verbringen, mit den Kindern ein sinnvolles Gespräch zu führen, nachdem sie von einem Job nach Hause gekommen sind, überarbeitet und unterbezahlt? Im Durchschnitt haben Eltern viel mehr Bildschirmzeit als ihre Kinder. Aber wenn sie sich vor eine Blackbox setzen, um unterhalten zu werden, wie viele von ihnen bemerken, dass sie die gleiche Unterhaltung wie ihre Kinder konsumieren? Willst du ein Fußballspiel auf ESPN sehen? Disney. True Crime Episode bei A&E? Disney. Pornstars auf History Channel? Disney. Ein neuer Star Wars Film mit feministischer Agenda? Disney. Die neueste Ausgabe von Avengers, die sich um das Thema Entvölkerung dreht? Disney. Du schaltest den Fernseher aus und öffnest YouTube, um deine Lieblingspersönlichkeit der alternativen Medien zu sehen. Nun, sie könnte auch von Disney sein. Innerhalb des letzten Jahres hat Disney das TV- und Filmvermögen von 21st Century Fox im Wert von 71,3 Milliarden Dollar gekauft. Was bedeutet, dass die Handvoll Megakonzerne, die unsere Medien kontrollieren, jetzt noch weniger wurden. Willkommen in der Illusion der Wahl im Land der Freiheit, wo der einzige Ausweg ist, die Magie zu durchschauen und Zeugen der Realität vor uns zu sein. Mit Disney passiert etwas Seltsames. Und das seit einiger Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen, Internetfreunde. Ihr wisst, ich freue mich immer auf eure Kommentare. Ich danke euch so sehr für das Abo, das Drücken der Benachrichtigungsglocke und die Unterstützung meines Kanals auf Patreon. Tschüss!